So, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, verkümmert der Schmidtpunkt immer weiter. Irgendwie gibt es jetzt noch nicht mal mehr ein schönes Intro-Gerede. Aber dafür gibt es heute Live-Zuschauer. Es sind nämlich hier welche per Skype zugeschaltet. Und falls ihr auch mal Interesse habt, mitzuskypen bei so einem, bei einer Live-Videoaufnahme, damit ihr seht, es gibt keinen doppelten Boden, keine Magie, alles wird wirklich in einem Take durchgezogen, dann lasst mir doch einen Skype-Namen einfach mal dazukommen und dann können wir mal gucken, dass wir das irgendwie organisieren. Kommen wir direkt zum ersten Thema. Heute geht es um Bärtierchen. Und Bärtierchen sind wirklich ganz kleine, faszinierende Lebewesen mit 8 Beinchen. Und diese besiedeln unseren kompletten Planeten. Also man findet die wirklich überall. Selbst in den entlegensten Regionen unseres Planeten findet man diese kleinen, süßen Bärtierchen. Und diese Bärtierchen haben die besondere Eigenschaft, klar, wenn sie überall leben, dass sie sehr robust und resistent sind. Also Temperaturschwankungen, kein Problem. Verschiedene Salzgehalte, kein Problem. Mal kein Sauerstoff, kein Problem. Also diese Bärtierchen sind wirklich in der Lage, alle möglichen Bedingungen, also allen abiotischen Faktoren zu trotzen. Und Bob Goldstein von Kalifornien oder von der University aus Kalifornien hat sich für diese Bärtierchen besonders interessiert und noch was sehr Faszinierendes herausgefunden. Er konnte zeigen, dass die DNA von so einem Bärtierchen aus über 6000 Fremdgenen besteht. Ja, also was macht überhaupt so eine DNA? Vielleicht sollten wir da mal kurz drüber sprechen. Unser Körper oder alle Zellen beinhalten DNA. Und auf dieser DNA ist der Bauplan, wie ein Organismus auszusehen hat und welche Funktionen er erfüllen soll. Und diese DNA besteht also aus 6000 Fremdgenen von anderen Lebewesen, also beim Bärtierchen. Bei uns ist das jetzt nicht so. Und das macht 17,5% der gesamten DNA dieses Bärtierchens aus. Und das ist wirklich richtig, richtig viel. Und die interessante Frage war jetzt, wo kommt diese Fremd-DNA eigentlich her? Und dazu muss man wissen, dass das Bärtierchen einen ganz besonderen, ja, ein ganz besonderes Stadium kennt. Wie heißt dieses Stadium nochmal? Resistenzstadium. Resistenzstadium. Es ist immer schön, wenn man dann noch jemanden hat, den man da befragen kann. So ein Resistenzstadium, und das ist so, dass dieses Bärtierchen fast keinen Stoffwechsel mehr, also man kann zumindest keinen Stoffwechsel mehr messen. Das heißt, es ist eigentlich quasi tot. Und in diesem Resistenzstadium ist dieses Bärtierchen empfänglich dafür, dass DNA von außen in die Zelle oder in die Zellen einströmen kann. Und in diesem Resistenzstadium ist die DNA in Stücke zerbrochen. Und wenn das Bärtierchen dann wieder auftaut sozusagen, wieder zu leben beginnt, sobald sich die äußeren Bedingungen verbessern, dann wird die DNA neu zusammengebaut. Da gibt es extra dann Enzyme, die das regulieren. Und die sorgen dann dafür, dass auch eine Fremd-DNA mit eingebaut wird. Und die DNA, die dem Bärtierchen einen Überlebensvorteil bietet, die wird natürlich drin, also die bleibt dann natürlich schon drin und wird dann weiter vererbt, wenn man so möchte. Man spricht auch von einem horizontalen Gentransfer. Normalerweise ist es so, dass die DNA sich dann verändert, dass man beziehungsweise seine Veränderung, seine Mutation immer an die Nachkommen abgibt. Aber beim horizontalen Gentransfer werden wirklich von verschiedenen Arten dann die DNA transferiert, weil es zum Beispiel so ist, dass dieses Bärtierchen die DNA von einem anderen Lebewesen, von einem Bakterium, übernimmt, das vielleicht einen Vorteil bietet, und dadurch ist dieses Bärtierchen so unglaublich robust und wirklich ein ganz tolles Tierchen. Es gibt sogar bei Amazon Kuscheltierchen als Bärtierchen. Ich verlinke euch das Ganze mal. Ja, die sehen richtig süß aus. Stellt euch jetzt am besten einen Witz mit Haaren und Erde vor. Also ich habe für diesen Beitrag wirklich lange überlegt, wie ich in dieses Thema einsteigen kann, von flauschig über Dauerwelle bis irgendeine Frisur, irgendwas. Kurz gesagt, es geht um Haare und um unsere Erde plus, und das ist immer so ein kräftiges Schlagwort, dunkle Materie. Ja, genau, ihr habt richtig gehört. Also grob gesagt, es geht darum, unsere Erde hat Haare aus dunkler Materie. Das behauptet zumindest ein Team der NASA. Diese haben Berechnungen angestellt und diese Berechnungen, die geben einen Hinweis darauf, dass unsere Erde von langen Haaren umgeben ist, die aus dunkler Materie bestehen. Diese Haare befinden sich ungefähr in 100 Kilometer Entfernung, also etwas weiter als der Mond, und sind ungefähr 200 Millionen Kilometer lang. Ja, und da hängen dann diese Haare schön rum und die zeigen dann alle aufgrund von der Schwerkraft von der Erde weg. Und was soll das Ganze? Naja, dunkle Materie ist, wenn man das in der Physik, das ist ein großes Fass, das man da eigentlich aufmacht. Was ist überhaupt dunkle Materie? Man weiß es eigentlich gar nicht so genau. Man kennt in der Physik 4 Grundkräfte. Es gibt die Gravitation, es gibt die starke Wechselwirkung, die schwache Wechselwirkung, das sind beides Kräfte, die irgendwo im Kern wirken, und die elektromagnetische Wechselwirkung, das ist sowas wie Licht.
Und die dunkle Materie ist eine Form der Materie, die nicht mit Licht interagiert. Das heißt, man kann sie nicht sehen und deswegen auch dunkle Materie. Man hat das irgendwann mal herausgefunden, beziehungsweise glaubt es herausgefunden zu haben, als man Sterne beobachtet hat, die sich bewegen, da hat man gesehen, in einer Galaxie, die rotiert und außen sollten die Planeten und Sterne mit einer gewissen Geschwindigkeit rotieren und das haben sie aber nicht getan. Und dafür macht man dann die dunkle Materie verantwortlich, also eine weitere Quelle von Gravitation. Das ist dunkle Materie. Ich habe euch ein ganz interessantes Video auch in der Infobox verlinkt, wo ihr genau erfahrt, was man bis jetzt über dunkle Materie weiß. Man spricht da auch von WIMPs. Und wie ist das genau? Weakly Interacting Massive Particles. Genau, super. Und diese Teilchen, also man weiß nicht genau, was es ist, man hat auch mal die Neutrinos im Verdacht gehabt, dass die daraus oder die dunkle Materie daraus besteht, aber man weiß es wie gesagt nicht und deshalb ist es ganz entscheidend, dass man möchte unbedingt wissen, aus was diese Materie besteht und wenn tatsächlich unsere Erde Haare besitzt, die aus dieser Materie besteht, dann könnte man einfach eine kleine Sonde da hochschicken, die könnte vielleicht sogar ein paar Proben nehmen oder das Ganze schön untersuchen und schon wüsste man, was die dunkle Materie ist. Und das ist wirklich ein Geheimnis, das schon seit 30 Jahren in der Physik herumgeistert und keiner wirklich weiß, was es genau ist. Das nächste Thema ist eher ein Wir-müssen-reden-Thema. Es geht um Socken, um eine iWatch, es geht um alle möglichen Wearables, die man jetzt so tragen kann, T-Shirts, die den Herzschlag messen, ja, und was ihr davon haltet. Bei diesen Socken geht es im genauen Detail darum, dass man Socken entwickeln möchte, die Menschen, die zur Stürzneigung, die zu Stürzen neigen, zum Beispiel ältere Menschen, denen möchte man solche Socken verpassen. Und wenn dieses System dann merkt, aha, der Mensch fängt schon an zu schwanken, dann gibt es ein Signal und der Mensch weiß, aha, ich falle gleich um und richtet sich entweder selbstständig wieder auf, solange er das noch kann, oder er wird natürlich dann von einem unterstützenden System dazu gezwungen oder dazu gebracht, sich wieder aufzurichten. Und so können natürlich dann viele Unfälle vermieden werden. Gerade bei so einer lustigen iWatch, ich habe mich schon nämlich die ganze Zeit gefragt, also solche Uhren waren für mich wirklich absolut komplett unnötig. Für mich einfach nur eine Werbefläche, klar, wenn man auf irgendeinem Meeting ist und dann eine schöne Uhr von einer entsprechenden Firma hat, ob das jetzt Samsung, Apple, Crapple, wie sie alle heißen, vollkommen egal, das ist natürlich eigentlich für mich immer nur eine Werbefläche gewesen. Aber jetzt habe ich auch gelesen, dass es doch schon irgendwo Sinn machen kann, beispielsweise bei einem Meeting. Denn die Uhr kann erkennen, was, oder wenn sie dementsprechend modifiziert ist, was für einen Gegenstand man berührt, welche Türklinke, ob es Zimmer 1, 2 oder 3 ist und könnte dann direkt zeigen, aha, das ist Meeting Nummer 1, der und der sind da anwesend und das sind die Themen, die besprochen werden müssen und schon hat man dann alles auf einen Blick, vielleicht dann auch direkt, dann wird es auf dem Smartphone oder auf dem Laptop angezeigt. Das ist schon sehr hilfreich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich verbirgt sich da auch eine ganz, ganz große Gefahr. Denn wir vertrauen immer mehr auf diese Technik und unser eigener Denkapparat nimmt sich immer mehr zurück und wir verlassen uns wirklich immer mehr, unser Leben wird mehr und mehr kontrolliert von diesen technischen Geräten. Und das finde ich ist eine ganz, ja, irgendwo erschreckende Entwicklung. Aber mich würde wirklich mal interessieren, was ihr dazu zu sagen habt. Schreibt es bitte mal in die Kommentare und jetzt möchte ich auch meinen Skype-Gast hier mal noch fragen. Ja, wie ist das Ganze zu sehen? Was ist deine Meinung? Was sagst du zu diesen Variables? Sind die top oder sind die flop? Also natürlich für manche könnte es ein Top sein, so wie du schon gesagt hast, für Menschen, die Meetings haben und so, schon ein Vorteil, aber schon ein Nachteil, dass sich halt ältere Menschen sich dann überhaupt nicht mehr für den Körper fixieren, sondern einfach nur noch auf die Technik vertrauen sozusagen. Das ist ein Negativpunkt für mich. Stimmt. Also ich finde es auch wirklich, dass man sich dann blind auf solche Technik verlässt. Vielleicht gibt es wirklich dann irgendwann Situationen, da muss man sich auf eine Technik verlassen. Beispielsweise auch bei diesen Autos, wenn es dann wirklich soweit ist, dass die Autos komplett autonom fahren. Dann hat man ja wirklich gar keine Chance mehr, außer diesen Geräten zu vertrauen. Und ich denke, bis man da eingegriffen hat, und klar, man kann wahrscheinlich das Lenkrad noch steuern, aber trotzdem ist dann wirklich muss da ein Vertrauen da sein bei solchen technischen Geräten. Von daher, ich finde es wirklich sehr, sehr beunruhigend. Aber lasst mich mal wissen, was ihr dazu zu sagen habt. So, da befinden wir uns also wieder auf der Endcard. Ich hoffe, mein Infotainment-Kanal gefällt euch. Wenn es so ist, dann erstens einen Daumen nach oben bitte. Schreibt mir übrigens in die Kommentare, was eure Meinung zu diesen ganzen Variables ist. Und den Kanal natürlich abonnieren. Aber das Wichtigste, nächsten Mittwoch wieder einschalten zu einer neuen Sendung. Macht's gut, bis bald und ciao.